Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag und dir geht es gut. Und wir schauen heute zum Donnerstag für das Wochenende für die Liebe. Also diese Person, die du gerade in deinem Herzen hast, schauen wir, was sich da zeigen möchte, jetzt für das Wochenende. Und wir schauen hier speziell noch auf die Themen, auf die Liebesbotschaft aus dem Seelenpartner-Orakel. Es wollte schon direkt eine Karte hier für dich raus, bevor ich überhaupt, also hier gibt es irgendwie dringende Botschaften. Ich bekomme, jemand möchte sich dir ganz, ganz dringend mitteilen. Jemand hat das Bedürfnis, sich dir mehr als mitzuteilen. Also das bekomme ich hier. Gerade geschieht etwas. Ich bekomme es für euch beide. Gerade wenn ihr nicht im Kontakt seid, ist das eine enorme Umbruchssituation, die hier stattfindet mit dem Turm. Das können Dinge sein im Leben, also totale Veränderungen könnten stattfinden, ob das jetzt beruflich ist, mit Umzügen oder generell mit enormen Veränderungen eben auch zu tun hat. Alles, was nach Freiheit ruft, bekomme ich. Ich bekomme den Ruf nach Freiheit. Der Seelenweg zur Freiheit bekomme ich hier. Ja. Spaß, Freude, lebendig sein. Hier ist das starke Verlangen, lebendig zu sein. Sich zu freuen, schau mal, glücklich zu sein. Rauszugehen aus Umständen, die einen Sorge bereiten. Krank machen einfach. Irrelevant, wie du hier schaust. Ja. Das ist das, was ich ganz, ganz stark bekommen habe. Und wir schauen weiter. Dein Gegenüber beschäftigt sich sehr stark mit dir. Komplette Transformation kann es hier sein in Form beruflicher. Ja, also auch das, es kann sein, dass ihr miteinander auch arbeitet. Auch das bekomme ich hier. Also dass hier enorm eben auch etwas stattfindet. Generell, ja, beruflich ist alles, was ich vorhin eben auch sagte. Man beschäftigt sich sehr viel mit dir. Ja. Wir haben hier die toxische Situation und wir haben hier gesundheitliche Aspekte, also auch nochmal Dinge, wovon man sich ja loslösen möchte, befreien möchte. Ja. Auch das, eine Drittenergie spielt eine Rolle. Gesundheitlicher Zustand kann es für den einen oder anderen sein, wo man, wie ich schon sagte, einfach sich befreien möchte aus einer Situation. Ja, also so kämpferische Natur bekomme ich das. Jemand kämpft gegen euch. Es könnte jemand zwischen euch sein, der gerade um dich, um ihn, ja, je nachdem wie du hier schaust, eben auch kämpft. Eifersucht kann eine Rolle spielen. Ja, auch da sind es Gegebenheiten, die gerade enorm eben auch stattfinden. Erfreuliche Nachrichten haben wir hier. Also, es liegt etwas an diesen Dingen, wo eine Regeneration und eine Genesung reinkommt. Und das ist das, was ich schon sagte, es geht um den gesundheitlichen Aspekt. Ja, muss jetzt nicht in Form da einer anderen Person sein, was ich hier vereinzelt bekomme, aber hier ist es der gesundheitliche Zustand, die Regeneration. Ja. Es kann auch sein, dass man sich gerade um eine andere Person kümmern muss. Dann ist man noch in einer Verbindung, dann ist es so, dann wartet man noch den gesundheitlichen Zustand ab. Auch jemand könnte sich gerade in einer Institution, sprich einem Krankenhaus eben auch befinden, ist nicht für jeden. Wenn, dann spürst du das eben auch, ja. Genauso gut kannst du es mit einem Mediziner zu tun haben, ja. Es kann es auch sein, dass ihr arbeitet vielleicht gemeinsam zusammen und hier ist schon einiges, was da enorm einmal ansteht und enorm auch los ist, ja. Also es zeigt sich schon in diesen Dingen, dass man mehr als zu tun hat. Ja, schon mehr als zu tun hat. Wir schauen weiter. Ja, schau mal. Es ist alles das, was ich vorhin schon sagte. Ja, es sind Veränderungen der Ton. Es ist etwas, was plötzlich geschieht. Man ist im Umzug, berufliche Veränderungen. Ja, alles kommt auf einmal. Es kommt auf einmal, aber es ist die komplette Wiedergeburt. Ja, es ist wirklich so. Ja, mit den Energien gehen natürlich enorm jetzt. Ja, November, Dezember, auch Januar nochmal ganz, ganz stark. Alte Anhaftungen, ja, gehen von dannen. Ja, alte karmische Konflikte.
alte Themen, die bislang so noch an einem gehaftet haben. Ja, und das geht. Das ist die Wiedergeburt, haben wir hier. Das ist so eine hohe Karte, ja, also mit einer der höchsten Karten aus dem Deck. Das ist die komplette Neuentstehung, ja. Man entsteht komplett neu. Komplett. Die glückliche Frau. Alles das, was ich vorhin schon sehr stark reinbekommen hatte, dass sich enorm etwas zeigen wird. Enorm, enorm, enorm. Der wahrhaftige Weg wird gegangen. Ja? Das ist auch irrelevant, ob das jetzt, ja, ich bekomme es unabhängig voneinander. Ja? Also einer geht voran in diesen Dingen, befreit sich von alten Anhaftungen, von diesen Energien, die einfach noch so enorm und tief auch waren. Ja, vergangene Leben auch. Jemand ist auch sehr, sehr viel, also man hat ganz, ganz viel zu tun. Ja. Also ich bekomme hier schon so auf und ab, A nach B und C nach D und sehr viel ist drumherum. Und wie schon gesagt, wenn ihr gemeinsam miteinander arbeitet, dann ist es da eben auch nicht ohne. Ja? Auch das nochmal. Ja, wir schauen auf den nächsten Step. Ich schaue erstmal auf die Themen der Heilung hier noch. Was zeigt sich für ihn? Was zeigt sich für dich als weibliche Person? Oder wie du dann eben auch schaust? Ja, was soll ich dazu sagen? Also, wir haben hier die Desillusionierung. Also es gibt hier noch einiges bei euch. Ja, so man versteckt sich. Man schaut. Gegenseitig kann das eben auch sein. Kann hier über Internet eben auch sein. Wir haben hier die Untreue. Also es ist ein starkes Thema. Ja, also es kann sein, wo ich dann sagte, man ist hier noch mit jemandem, man kontaktiert dich eben auch. Hier ist jemand daneben und man ist hier stark in den Gedanken und natürlich auch die Kommunikation. Ganz, ganz stark. Also höchstwahrscheinlich hast du es mit jemandem zu tun, wo man noch in einer Beziehung eben auch ist, Partnerschaft auch ist. Ja, ja, dass man hier sehr stark so über Handy oder die Kommunikation, dass man nach dir schaut, währenddessen hier die Partnerin schläft. Mangel der Selbstwert. Also du hast es mit jemandem zu tun, der stark in diesen Dingen ist und sich da irgendwie nicht traut. Ja, ich sehe, dass du da kraftvoller in diesen Dingen bist. Ja? Schau mal bitte, es geht generell um den mangelnden Selbstwert, also vollkommen in sein Gefühl zu kommen. Ja? Sei es dir selbstwert. Loslassen, ein ganz, ganz starkes Thema. Hat der eine oder andere schon hinter sich gelassen, ja, so komplett loslassen, komplett gehen lassen, ziehen lassen. Irrelevant, wo die Reise hingeht, jetzt mal von Umzügen oder generell, ja, das kann schon stattgefunden haben, das kann nochmal sehr stark präsent in der Zukunft eben auch sein. Gehen lassen, ja, ist ganz, ganz wichtig, loslassen beinhaltet einfach nur Vertrauen zu haben. Das ist alles. Angst vor Versagen, zu hohe Erwartungen, also in Form, man hat da Angst, so zu versagen in der Form, dass du vielleicht zu hohe Erwartungen an diese Herzensverbindung eben auch hast, ja. Man hat davor Angst, das heißt nicht, dass du in diesen Dingen bist, dass du jetzt Gewisses da gesagt hast oder getan hast. Das ist einfach ein Auslöser, das sind alte Anhaftungen, die sehr stark und signifikant hier eben auch als erste Karte dargefallen ist, beziehungsweise sich auch umgedreht hat, ja, was hier raus wollte im Direkten eben auch. Selbstliebe auch ein Thema. Selbstliebe. Angst, loslassen, mangelnde Selbstwert, die Untreue, Intimität, starke Verbundenheit. Oh, hier ist etwas, ja, ich bekomme, dass es weh tut in Form, wenn ihr intensiver miteinander seid. Es schmerzt. Es schmerzt im Sinne von diese starken Gefühle. Wenn ihr miteinander seid, ist es schmerzhaft einfach so. Ja, eigentlich freut man sich, wenn man zusammen ist, aber es ist hier bei euch, weil wie ich das sehe, was ich hier bekomme, ist es so, dass es stark für eine enorme Bewältigung im Inneren sorgt. Das kann jetzt nochmal enorm mit Dingen zu tun haben, was einst irgendwann einmal stattgefunden hat in einem vergangenen Leben.
das bekomme ich ja auch sehr stark, oder aber auch in der Kindheit stattgefunden hat. Ja. Irgendetwas, was signifikant und prägend eben auch war. Ja, also irgendetwas liegt hier, was noch geheilt werden darf. Das sind die Schmerzen. Ja. Vollkommene Hingabe. Man kann sich hier nicht vollkommen hingeben. Höchstwahrscheinlich ist es hier so, dass hier gar nicht stattgefunden hat. Es kann natürlich auch sein, dass etwas zwischen euch in der Intimität stattgefunden hat, aber in den Dingen, sich vollkommen und ganz fallen zu lassen, findet nicht statt. Kann nicht stattfinden. Also du hast es mit jemandem zu tun, wo man sich nicht vollkommen und ganz fallen lassen kann. Ja, also das auch. Es hat mit Vertrauen viel zu tun. Es konnte hier auch sein, dass man ein starkes Treueproblem hat, also in Form, dass du untreu eben auch sein könntest. Auch das kann es sein. Es hat viel damit zu tun, dass mit Erlebnissen, was ich schon sagte, und viel so diese starken Ängste, sich vollkommen hinzugeben, sich vollkommen dieser Liebe hinzugeben, vollkommen da, ja, so von innen her zu sein, also einfach zu sein, einfach fallen zu lassen. Ja, das zeigt sich hier sehr stark, die Erotik, also Passion. Ohne Ende. Ganz, ganz stark. Ja, das Vertrauen, sagte ich eben auch schon. Sorge, Ängste, das Vertrauen, das Loslassen, das Risiko. Und er wird festgehalten. Und sie, ja, das ist, schau da mal bitte. Wo ich dann sagte, kann hier für die weibliche oder männliche Person sein. Ja, schau doch mal bitte individuell für dich. Also da, wo es da eben auch noch jemanden gibt. Alte Wunden. Alles das, was ich schon sagte. Also hier wird man noch festgehalten. Man hat Sorge. Die Ängste hindern einen. Das ist so, zu dir zu kommen, mit dir intensiver zu sein, ist ein Risiko. Ein enormes, enormes Risiko. Man hat Angst. Einfach Angst. Hier, schau mal. Was ist das? Es kann natürlich auch eine Problematik sein. Also was heißt Problematik? Ich bekomme es auch, das ist aber nur für ein, zwei Personen, dass da etwas in der Romantik eine starke, starke Rolle spielt. Ja, dass man da irgendwie da entweder einen Komplex hat oder da in diesen Dingen da immer und immer wieder auch versagt hat. Das kann es auch sein. Aber dann ist es etwas, was weit, 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 weit zurückliegend eben auch ist. Ja? Dann ist es herrührend durch Erlebnisse. Und das darf geheilt werden. Ja? Festhalten, es kann sein, also da ist noch jemand, das liegt hier. Aber es kann sein, dass man hier auch enorme Angst hat, weil wir haben ja hier die Untreue, enorme Angst hat, so, dass man hier in etwas hineinrutscht oder mit dir, wo man dann ist, und dann hat man Sorge, dass man so festgehalten ist, ja, also so fest dann ist, es ist dann fest, wenn man zu dir kommt, ist es dann fest. Also hier ist jemand sehr stark in diesem Zweifeln, es sind die alten Wunden, und hier irrelevant, wie du hier schaust, hier sind die enormen Fantasievorstellungen, ja, also fokussiert das hier, wo man hier in Gedanken immer bei dir ist, über etwas Gewisses, wo man mit dir war, wo ihr mal wart, was stattgefunden hat zwischen euch beiden. Er hier ist, er entspannt sich gerade, ja, entspannt sich, ist, kann auch irgendwo sein, ja, woanders eben auch sein, bevorzugt gerade so Rückzug, Einsamkeit, sagt auch, geh weg, ja, da ist noch etwas, also schiebt dich höchstwahrscheinlich auch irgendwie weg, stößt dich irgendwie von sich, weil man hier noch alte Wunden hat und du bist vielleicht hier so in den Dingen, ja, aber ich habe doch schon ganz, ganz viel gegeben, ja. Es geht ums Vertrauen bei euch beide. Ich schaue jetzt nochmal weiter auf die kommenden Tage. Man braucht hier Klärung, Reinigung, Ängste loslösen. Alles das, was ich hier schon sagte, mit diesen Anhaftungen, was einst stattgefunden hat. Ja? Wochenende ist hier ganz, ganz eindeutig.
Ist es stark, so Rückzug, auch nichts hören möchten? Ja, kann für den einen oder anderen total präsent sein. Ja, Erlebnisse, die stattfinden, sich irgendwo hinzubegeben. Also wirklich, was wir hier schon haben, glückliche Frau. Es geht aber generell um die Themen nochmal. Du bist für ihn diese starke Anziehende, diese starke Anziehungskraft. Sehr starkes Charisma. Sehr starke Ausstrahlung. Ja, absolut. Hier ist man kann nicht. Hier hast du es mit jemandem zu tun. Diese Person kann nicht. Man kann einfach nicht. Hier ist auch jemand sehr sprunghaft. Ja? Hier bekomme ich so ein kleines Monkey rein, also Monkey in Form, Sprunghaftigkeit. Ja? Kleine Äffchen stehen immer so für die Sprunghaftigkeit. Das bekomme ich hier sehr stark rein. Also wir haben hier kein Eb. Ja? So, ich bekomme so, ja, dieses Sprunghafte, man weiß nicht. Und da wir hier die Untreue eben auch hatten, ist es so, dieses, man weiß nicht, wie soll man etwas sagen, wie soll man. Das ist hier heimlich alles, ja? Dass man heimlich nach dir schaut. Und hier geht es noch um diese Loslösung. So klar etwas zu sagen, ja? Um die Klärung, um die Reinigung, um die Heilung. Aussprache, klare Aussprache. Erzengel Michael steht für die Klarheit, ja? Also auch, was man hier nicht sagen eben auch kann. Das ist das. Starke, starke Anziehungskraft. Wundervolle Botschaften, ja, also es kann sein, dass du irgendwo hingehst, dass du irgendetwas da tust, der andere wiederum zieht sich da komplett eben auch zurück, hat Sorge, da irgendwie noch festzuhalten, festgehalten zu werden, da in diesen ganzen Themen. Hier, schau mal, das, was ich eben sagte, ja, Desillusionierung, der eine ist da enorm, ja, Gegensätzlichkeiten zeigen sich hier ein und der andere ist wieder so für sich zurückgezogen. Versteckt sich, ja, es ist so, Verstecken spielen ist das bei euch hier, Regeln. Hier ging es immer um Regeln, ja, Einsamkeit. Sagte ich doch, alles, was ich hier schon sagte. Der eine genießt es, der andere ist lieber so für sich zurückgezogen in der Einsamkeit, ist in diesen Dingen sehr viel am Denken, sehr viel Nachdenken, ja, so. Erzengel Michael hat das Schwert für diese, auch für Kommunikation, ja, es steht sehr stark für Kommunikation, dann wird auch. Eine Seelenpartnerbotschaft für euch. Ein Stopp. Hauptenergie, wähle die Liebe. Du hast immer die Wahl, was du tun sollst. Ja, also für den einen wird es sehr temperamentvoll am Wochenende und für den anderen wiederum, ja, ist hier vielleicht auch so Familie. Ja, einer scheint hier zu schlafen, während hier so Kommunikation. Also es kann sein für den einen oder anderen, dass hier Kommunikation kommt. Das ist aber dann so heimliche Kommunikation. Ja, in Form heimlich kann es, dass es hier nachts schläft jemand. Ja, und daneben schleicht man sich vielleicht so raus ins Nebenzimmer, vielleicht auch im Direkten, hat man da irgendwie sein Handy in der Hand und schaut, was du so machst. Ja. Frag dich vielleicht auch. SMS, WhatsApp. Schau mal, handle so, als ob dein Partner da wäre. Gleich, ob du jemanden in deinem Leben hast oder nicht. Handle so, als sei er sie schon da. So, dass du ihn, sie in allen Dingen mit berücksichtigst. Also der eine oder andere ist hier stark in der Manifestation. Ja? Also hier wird schon jemand da im Bett so. Ja, manifestiert. Du magst vielleicht schmunzeln, aber die Manifestation in diesen Dingen, du glaubst gar nicht, was das eine enorme Tragweite in Form Energien eben auch hat. Ja? Also du kannst jetzt hier als Single eben auch schauen und kannst da diesbezüglich ja vielleicht auch etwas, was sich ganz neu in diesen Dingen eben auch zeigt. Aber wir schauen jetzt noch einmal, was möchte Ellie hier und jetzt mitteilen. Ein Stopp. Schau. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Ja, also ihr seid hier definitiv räumlich getrennt. Hier kann es noch jemanden geben. Also Untreue ist ganz, ganz eindeutig eben doch gefallen. Da ist man so in diesen Dingen, wo man erstmal so für sich auch ist. Ja, hier ist viel für sich eben auch sein. Auf ewig respektieren den Ort im anderen, indem allein die Liebe wohnt, respektiere den Ort im anderen. Der ewig wert. So, meine Liebe, mein Lieber,
Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Genieße es. Sei glücklich. Ganz, ganz wichtig. Und wir hören uns nächste Woche. Gute Nacht.